Hallo zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Heute geht's um Zelda, Bonuspart ist es einer. Da geht's darum, dass ich beispielsweise Ausdauer-Cheats zeige, generell Cheats oder auch lustige Dinge, die man machen kann. Beispielsweise, dass Bockblinds Fußball spielen können, Exalfos, also Gegner, mit Bockblinds zusammenleben und man friedlich mit den Gegnern, zumindest mit einigen aus diesem Spiel, zusammenleben kann. Erstmal zur Ausdauer. Es gibt teilweise Situationen, in denen man gerne flüchten möchte, weil irgendwie ein Gegner hinter dir her ist oder man generell ein Problem hat. Dann gibt's verschiedene Möglichkeiten. Entweder läufst du so, dazu musst du einfach den Control Stick nach vorne oder in die gewünschte Richtung bewegen. Dann gibt es auch noch eine zweite Möglichkeit, nämlich dass man B drückt, dann rennt man und verliert dabei Ausdauer. Aber es gibt eben auch noch eine Variante, bei der man insgesamt schneller ist und keine Ausdauer verliert. Ausdauer muss man ja wieder aufladen, bevor man dann weiter sprinten kann, das zeige ich nochmal kurz. Irgendwann ist diese Ausdauerleiste, das ist dieser grüne Balken da, leer und dann kann Link nicht laufen und auch nicht angreifen, wirklich, bis auf mit ein paar Waffen und er fügt dann auch nicht so viel Schaden zu. Es gibt aber auch noch die Variante, die ich gerade vorhin angeschnitten hatte. Dazu muss man einfach, da gibt es ein Steuerkreuz. Das muss man auf der linken Seite nach unten drücken und auf der rechten die ganze Zeit B. Also nicht durchgängig, sondern immer und immer wieder. Wenn man dann nicht gegen einen Brückenpfeiler crasht, kann es relativ nützlich sein, weil man insgesamt schneller ist und seine Ausdauer nicht aufladen muss. Allerdings ist es ein wenig nervig und wenn ein Pferd in der Nähe ist, da Link immer wieder pfeift und das Signal für das Pferd ist zu kommen, wird dir das Pferd definitiv die ganze Zeit nachlaufen. Und das ist nicht der Sinn der Sache. Erst einmal werde ich mich umziehen, weil dauernd in diesem schwachen Verteidigungs-Outfit herumzulaufen ist nicht besonders gut. Erst einmal verwende ich Majora's Mask. Das hat einen Grund, den ich erst erläutern werde, nämlich wenn ich bei einem Totenkopf angekommen bin, dann nehme ich das Reckengewand und die Heilerhose. Dann werde ich mich zu einem Totenkopf auf dem Plateau teleportieren, zumindest in die Nähe davon. Der müsste da in der Nähe sein, in der Umgebung. Ich muss ihn nur erst finden. Ach, was soll's. Ich teleportiere mich erstmal zum Schrein des Lebens und schau dann von dort, wo der ist. Ich werde ihn schon noch finden. Es gibt übrigens ziemlich wenige Ladesequenzen wie diese hier in dem Spiel. Also, wenn man ein Gebäude betritt, gibt es keine Ladesequenz. Es wird nur kurz die Türe aufgemacht. Es gibt ganz kurze Ladesequenzen, wenn man die Zeit vor- oder zurückspult. Das kann man an einem Lagerfeuer machen, indem man A drückt, um beispielsweise zu warten, um zu sehen, bis wann man warten möchte, nämlich bis morgens, mittags oder abends. Die drei Möglichkeiten gibt es. Und dann gibt es genauso eine kleine Ladesequenz. Hier hat dieses ganze Spiel übrigens begonnen, im Schrein des Lebens. Aber ich werde erst einmal nicht hier drin bleiben, um glückliche Erinnerungen zu wecken, weil es eben hier keine von eurer Seite gibt, sondern suche erst einmal den Totenkopf. Hier hinten ist die sogenannte Zitadelle der Zeit, wie sie in vielen Zeldas vorkommt, nur dass sie in diesem Zelda hier eine Ruine ist. Der alte Mann ist weg, aber hier liegt noch ein Röstapfel. Zur Erklärung, ganz am Anfang ist hier ein alter Mann, der sich als Landstreicher vorstellt, aber in Wirklichkeit der König oder der Geist des Königs,
aus diesem Land ist. Link kann übrigens auch schwimmen, sowie klettern. Und ja, es gibt teilweise mühsame Gegner, vor denen man halt eben flüchten muss. Das hier beispielsweise ist keiner. Ich verwende mal einen Bogen zum Vorführungseffekt. Das war ein Doppelschussbogen mit Bombenpfeilen. Hey, Moment mal. Wieso leuchtet die Statue der Göttin? Und wieso habe ich das wieder abgestellt anstatt geworfen? Zuerst rede ich mit der Göttin, dann werde ich diese Krüge zerstören. Oder bete ich zur Göttin, um genau zu sein. Ah, okay, gut. Ich habe keine 4 Zeichen der Bewährung. Die bekommt man durch Schreine. Oder kann man durch Schreine bekommen, wenn man die Schreine findet. Diese Schreine kann man nämlich immer wieder finden im Spielverlauf. Es gibt davon insgesamt 120. Okay, Pfeile. Und Link ist draufgehüpft und hat es zerstört. Und das ist immer wieder eine nette Abwechslung. Da gibt es kleine Rätsel, aber es gibt auch eben Kraftproben. Da muss man gegen Gegner kämpfen. aber erstmal wieder zum Totenkopf. Oder soll ich... Naja, ich zeige zuerst einen Totenkopf. Das hier beispielsweise ist ein Totenkopf. In dem sind Bockblins. Das da sind Bockblins. Und man könnte jetzt theoretisch dieses Ding hier abschießen. Dann werden die explosiven Fässer im Inneren gezündet. Aber das werde ich jetzt erstmal nicht machen. Ich trage die lieber raus, bevor diese Bockblins noch auf dumme Ideen kommen. Sie greifen mich übrigens nicht an, weil ich Majora's Mask trage, was mir sozusagen die Fähigkeit verleiht, dass die Gegner mich für ein Monster halten, und also für einen von ihnen, und mich logischerweise dann nicht angreifen. Wenn ich die nicht auf hätte, würde ich jetzt in ganz schön brenzliche Situationen kommen. Sie würden nämlich auf mich schlagen, während ich ein explosives Fass in der Hand halte. Das würde fallen und das explosive Fass würde erst einmal aufschlagen auf dem Boden und dann explodieren. Dann wären die Bockblins zwar alle tot, aber ich auch. Und das ist natürlich nicht so von Vorteil. Also werde ich erst einmal die explosiven Fässe hier rausschaffen. Und dann zeige ich etwas Witziges, nämlich Bockblins spielen gerne Fußball. Zumindest die blauen und silbernen Bockblins. Es gibt verschiedene Arten von Bockblins, nämlich die roten, die blauen, die silbernen. Und im Master-Modus, da fügen die Gegner doppelten Schaden zu, gibt es auch goldene Bockblins. Es gibt natürlich auch sehr viele andere Gegner, aber jetzt werde ich erstmal nicht mit denen in Kontakt treten, sondern das mit dem Fußball zeigen. Wenn ihr mich durchlasst, Bockblins, dann kann ich hier meine Bomben zünden, zücken und ablegen. Und dieser Bockblin läuft der Bombe nach und kickt sie weg. Wie man sehr gut sehen kann. Jetzt werde ich dem aber mal den Spaß verderben. Nicht mich schlagen. Dann tue ich die Bombe weg. Und jetzt zeige ich euch, was passiert, wenn man die Maske abnimmt. Hier sieht man ganz gut, dass ich angegriffen werde. Dort draußen ist noch eine Wache, die steht aber nicht mehr besonders lange. Zumindest wenn ich sie treffe. Und ja, das waren Bockblins. Das sind die schwächsten Gegner im Spiel. Und naja, sie sind eigentlich ganz lieb, wenn man die Maske trägt, mit der sie einen nicht bemerken. Es gibt verschiedene Masken, mit denen Gegner dich nicht bemerken. Beispielsweise die Bockblin-Maske, da bemerken einen Bockblins nicht.
Die Bockblendmaske hat Kilton gefertigt. Das ist ein Händler, der mit Monsterwaren handelt. Dann gibt es die Moblin-Maske. Das ist eine Maske mit einer langen Schnauze. Und Kilton hat sie ebenfalls angefertigt. Und damit bemerken Moblins mich nicht. Und die Exalfos-Maske gibt es auch noch. Die hat ein Horn und die Zunge ist sehr lang. Und naja, Kilton hat sie ebenfalls gefertigt. Das hier habe ich auch von Kilton. Das Darkling-Outfit hatte ich ja zu Beginn der Folge auch schon an. Das hat den praktischen Nebeneffekt, dass man in der Nacht schneller unterwegs ist. Aber jetzt werde ich erstmal nicht bei diesem Outfit bleiben, sondern etwas anderes zeigen. Allerdings muss ich auch die Dinge noch finden. Ich weiß circa, wo sie sind, aber der Weg dahin wird vermutlich etwas länger. Also, naja. Dann wieder eine Ladesequenz. Immer wenn man sich teleportiert, gibt es eine Ladesequenz. Und da gibt es auch immer wieder nützliche Tipps. Sandrobben. Sandrobben durchpflügen den Wüstensand. Wenn du dich von ihnen ziehen lässt, achte darauf, nicht gegen Felsen zu stoßen. Ja, das stimmt, weil dann kann es passieren, dass man, nun ja, von den Sandrobben geschleudert werde. Nächster Tipp. Du kannst nicht an... Spiel weiter. Okay. Moment, was brennt an mir? Achso, der Doppelschussbogen. Wieso ist der Metall... Holz? Dann werde ich den antiken Bogen verwenden, aber bitte keine Feuerpfeile. Die sind ein bisschen gefährlich. Elektropfeile oder Feuerpfeile? Feuerpfeile. Davon habe ich mehr. Dann... Königsschild kann ich bleiben, aber ich nehme Majora's Mask, dann bemerken mich die ganzen Exalfos-Gegner nicht, denn das ist jetzt nicht das Ziel der Sache, sondern diesen Octorok zu töten. Nein, das ist auch nicht, aber wie auch immer. Es ist teilweise witzig, weil sie ziemlich nervige Gegner sind. Und man kann diesen Stein leider nicht zerstören. Es wäre witzig gewesen, wenn das ginge. Oh, nicht in die Lava fallen. Da verliert man nämlich ein Herz. Und ja. Noch etwas Witziges in Breath of the Wild. Mit der Rundbombe kann man diese Kanonen hier betätigen. Man kann sie so drehen, dass sie beispielsweise auf einen Gegner zeigen. Das hier hinten ist ein Exalfos. Was da? Ein Feuer-Exalfos, um genau zu sein. Und wenn ich jetzt diese Bombe zünde, schaut euch die Auswirkungen an. Interessant, oder? Aber auch ziemlich gefährlich. Also, mit diesen Kanonen sollte man nicht rumspielen, wenn man Anfänger ist. Dann sollte ich wohl auch nicht damit rumspielen. Aber na, Anfänger bin ich auch nicht mehr wirklich. Sagt er und fiel in die Lava. Da gibt es auch immer wieder kleine Ladesequenzen. Jetzt habe ich ein Herz verloren. Oh, schade. Dann erst einmal dort nach unten. Da gibt es eine Schiene. Kannst du mich bitte in Ruhe lassen, Octorok? Danke. Oh, ein Vogel. Komisch. Der lebt hier in der Nähe von einem Vulkan. Diese Logik. Oh, fall nicht nochmal. Diese Waggons hier kann man auch mit, wenn man es nicht verkackt wie ich, kann man die auch verwenden, um diese Waggons hier anzuschubsen. Ich werde das jetzt machen, um zu einem Schrein zu gelangen, den ich zwar schon aktiviert, aber noch nicht gelöst habe. Ich könnte mich theoretisch hin teleportieren, aber das dauert sogar länger. Daher werde ich erstmal auf diese Art und Weise zu dem Schrein gelangen. Und dort gibt es dann eine zweite von diesen Waggons.
und den kann man lustig benutzen. Nämlich, man kann diese Waggons auch auf eine zweite Art und Weise bewegen. Wenn man beispielsweise, jetzt sieht man es, ich bin im Schlamm angekommen. Dazu braucht man aber das, nicht in die Lava, Magnetmodul. Das ist das hier. Bekommt man am vergessenen Plateau, so wie die anderen Module, die der Schinkerstein hat. Und das hier habe ich herausgefunden, dass man das auch so anstupsen kann. Dazu zieht man diesen Waggon einfach zu sich mit Hilfe des Magneten und wird dauerhaft angeschubst. Zwar ist das nicht die Logik dieses Spiels oder nicht die Logik dahinter, man sollte es mit den Bomben machen, aber naja, Nintendo, so geht es auch. Aber ich werde jetzt nicht allzu lange hier rumfahren, sondern nur wieder bis zum Anfang, wo ich gestartet habe. Und dort werde ich dann mal ein wenig zeigen von einem anderen Trick, der allerdings schwer zu lenken ist und bei dem ich sicherlich ein oder zweimal fehlen werde. Ich brauche beide von diesen Waggons. Oh, da steht sogar einer. Wie nett. Dann werde ich doch nicht beide brauchen, sondern ich verwende den hier. Oder auch nicht. Ich werde doch beide brauchen, oder? Kann ich den noch retten? Kann ich? Nein, kann ich nicht. Okay. Naja, das passiert, wenn man einen Waggon zu lange in der Lava lässt. Welch Wunder. Man kann in Zelda Breath of the Wild, so ist das allerdings nicht gedacht, fliegen. Ach, komm schon, lass mich in Ruhe, Minimagma Rock. Man kann in diese... Ja, da rein. Und dann kann man das unter... Okay, das war ein Fail. Unter sich nehmen, den Waggon unter sich. Und ziehen, also zu sich hinauf. Und dadurch kann man das Ganze lenken. Aber wie man hier schon sieht, ist das sehr instabil. So kann man allerdings wirklich fliegen. Das heißt, man verwendet nicht nur das Parasegel, das ich schon öfters verwendet hatte, sondern man kann wirklich fliegen. Moment. Das Bombenmodul ist bei diesen kleinen Kerlen sehr hilfreich. Außer man nimmt die runde Bombe. Oh, sehr klug von mir. Jetzt ist erstmal eine Heilung fällig. Edelwild, Eicheln, Wildbeere. Das war gerade vorhin Luxuswild, nicht Edelwild. Das war Edelwild und ein Geflügel. Oder, nein, ein Apfel. Wie auch immer. Ma, komm her, Bernstein. Dich hätte ich beinahe übersehen. Wie auch immer. Man kann, wie ich schon gesagt hatte, darin fliegen, wenn man das nötige Geschick hat und das richtige Modul ausgerüstet hat und nicht zu dämlich ist, das zu benutzen. Wie auch immer, es ist mir in dem Moment misslungen. Also werde ich erst einmal woanders hingehen. Nämlich werde ich hingehen wieder zum Plateau. Zum vergessenen Plateau. Wo ist das? Turm des Zwillingsberge, alles klar. Turm des Plateaus. Da möchte ich hin zu den östlichen Tempelruinen, um euch eine Gegnerart zu zeigen. Diese Gegnerart heißt Wächter. Die Wächter bemerken mich trotz Majora's Mask und werden mich auch angreifen. Und ich werde auch die Auswirkungen zeigen, die das haben kann. Hoffentlich werde ich nicht mit einem Schuss getötet.
Sonst könnte es passieren, dass ich ein Problem habe. Dieser perfekte Block, der gerade in der Ladesequenz war, den kann man. Was? Oh, Nachtgegner. Es ist Nacht. Ich muss auf Tag vorspulen. Wie auch immer. Wo bist du? Ah, da. Ey, was ist mit dir für ein Schwert? Soldatenschwert. Da sieht man es auch ganz gut. Das Masterschwert leuchtet. Das hat den Grund, dass hier Wächter in der Nähe sind. Und diese Wächter werde ich euch gleich zeigen. Erstmal aber bitte bis morgen vorspulen. Ach na toll, Gegnermusik. Das heißt, es gibt noch mehr von diesen Nervensägen. Ja, es gibt verschiedene Philosophien, wie man das anzünden kann. Ich habe die denkbar schlechteste genommen und fackel hier alles ab. Wie auch immer, ich warte erstmal bis morgens. Dann müssten auch die Nachtgegner wieder weg sein. Und ich kann mich ungestört dem Wächter widmen. Allerdings mit dem Masterschwert. Das ist, wenn ein Wächter in der Nähe ist. Hey, Bockmanns. Bockmann-Gegenstände können immer hilfreich sein. Wenn ein Wächter in der Nähe ist, hat es doppelte Stärke. Da lebt ein Wächter. Er hat momentan 500 Leben. Und sein Strahl zieht so viel ab. Also erst einmal eine Heilung. Ah, da futter ich die ganzen Äpfel auf. Oh, Daruk-Schirm, rette mich. Danke. Und den zweiten Wächter, der hier ist, werde ich klassisch besiegen. Das ist ein stationärer Wächter gewesen. Es gibt aber auch noch laufende, das sind die stärkeren Versionen. Und es gibt auch fliegende, das sind die stärksten. Der da beispielsweise hat hier ein Bein. Daran kann man sehen, dass das mal ein laufender Wächter war. Die stationären Wächter heißen übrigens Wächterwracks. Ah, na, wo ist er denn? Oh, da ist eine EX-Truhe. Mal schauen, was in der drin ist. Das interessiert mich nämlich jetzt. Ich hatte nicht beabsichtigt, die hier zu finden. Ich wusste auch gar nicht, dass sie hier ist. Aber erstmal reinschauen. Nintendo Switch Hemd. Wie witzig. Gleich mal anziehen. Warte, ich lege erstmal den Rest ab, dass man das genauer sehen kann. Und schau mir das Ganze mal an. Zuerst sollte ich es aber erstmal ansehen. Anziehen. Und das restliche Gewand muss weg. Relativ hübsch. Aber ihr solltet die Beschreibung lesen. Eine Kapuze aus festem Stoff, die nach alter Hyrule-Tradition Oh, das war die Heiliger-Kapuze, also nicht gerade das Richtige. Wie auch immer. Kleine Spoilerwarnung. Egal. Das ist ein Erweiterungsbonus. Was für ein energisches Rot. Was für ein formschönes Logo. Ein seltenes Stück, das nicht einfach zu erlangen ist. Gar keine Schleichwerbung und gar nicht unbeabsichtigt gefunden. Nein. Wie auch immer, jetzt aber wieder zurück ins normale Gewand. Und hey, schaut mal, dort hinten ist ein Drache. Das ist Faodra. Ein Drache, der gerne mit Elektrodingen schießt. Man kann. Ah, da bist du ja. Man kann von Drachengegenständen. Oh, Waffe! Man kann Drachen abschießen. Und von denen bekommt man eben die Drachengegenstände, mit denen man halt beispielsweise kochen kann. Man kann aber auch noch mehr mit denen machen, also
erstmal werde ich das lassen. Ins Auge schießen, bitte, Wächter. Okay. Dann, das ist ein schwacher Wächter. Hat nur 500 Leben und ist schon KO. Also, das hat gereicht mit dem Viererbogen. Der liebe Bockbogen war das. Primitiver Bogen eines Bockblinds, der einen alten Faden an den erstbesten krummen Ast geknotet hat. Wer da eine große Schusshaft erwartet, wird enttäuscht werden. Da sieht man mal, was diese Wächterwracks eigentlich für ein Schrott sind. Wie auch immer. Wenn sie von einem primitiven Bockbogen zerstört werden, der eine schlechte Kraft hat. Schade, dass ich jetzt den Drachen genau verpasst habe. Ich könnte da noch... Ja, das werde ich sogar machen. Ich gehe auf diese Insel dort hinten. Hat man sehr gut gesehen. Diese Insel da hinten. Und spule die Zeit auf morgens vor. Ja, was ist denn da los? Okay, gut. Ja! Moment, aber ich könnte auch noch mehr versuchen, was allerdings bekannt ist. Warte, nein, das war nix. Das war nix. Nein, ich werde die Zeit bis morgens vorspulen und auf den Drachen warten. Dann werde ich ihn mit dem antiken Bogen mal auf sein Horn schießen, oder zumindest werde ich es versuchen. Falls ich was anderes treffe, wie beispielsweise eine Schuppe, okay, gut. Aber das ist jetzt egal. Moment, was ist denn das jetzt? Ach so, der Drache. Ich nutze übrigens gerade wieder diesen Ausdauer-Cheat. Oh, Moment. Jetzt sollte ich vielleicht die Majora's Mask anlegen, dass mich diese Bockblins nicht angreifen. Hey, aber wenn ich das machen kann, kann ich auch gleich mit dem Nintendo Switch Hand rumlaufen. So, das gefällt mir. Hallo Bockblin. Habt ihr hier Truhen? Nö, habt ihr nicht. Ihr seid langweilig. Ja! Moment, dort, der Drache. Hab ich ihn erwischt? Irgendwie nicht. Moment, aber jetzt möchte ich das eigentlich schon. So, den habe ich getroffen. Dort hinten ist dieser Drachengegenstand. Habe ich irgendwas, das meine Wasserausdauer stärkt? Wo ist der Bergungstaucherhelm? Sora-Rüstung. Der wäre mal zu etwas gut, wenn er das steigern würde. Weil dann würde ich vermutlich nicht absaufen. Und das möchte ich natürlich nicht, weil dann alles zurückgesetzt wird. Ah, da ist er eh. Schwimmtempo, das ist auch gut. Ah, ja, das erreiche ich noch. Gut, sehr gut. Dann kann ich mich auf diesem Floß ausruhen. Und wie ihr es vielleicht schon gesehen habt, ist da jetzt dieser leuchtende Punkt hier im Wasser. Der ist vom Drachen gekommen und ist nichts anderes als seine Schuppe. Das hier beispielsweise ist eine Schuppe. Es gibt aber auch noch Horn. Also Horn, Splitter oder Klaue oder Zahn. Und es gibt drei verschiedene Drachen. Es gibt Nydra, Farodra und der letzte Name fällt mir gerade nicht ein. Wie auch immer. Nydra ist der Geist bei der Quelle der Weisheit, die dort irgendwo oben ist. Total falsch, oder? Ist hier die Quelle? Faroria? Das klingt ein bisschen nach Farodra. Aber da ist es nicht. Ist ja auch egal jetzt. Wie auch immer. Naja. Ich bin zufrieden mit der heutigen Ausbeute. Habe sogar einen... Moment mal. Wieder auf Majora's Mask zurück. Habe sogar noch einen Krog entdeckt, der hier vielleicht noch nicht ist.
Nein, den habe ich noch nicht erwischt. Diesen bösen. Ah! Aber die Oktober-Tentakel will ich schon ganz gerne haben. Und das Oktober auch. Der Oktober-Rückballon ist mir egal. Erstmal ausruhen, wollte ich sagen. Falls das Spiel so gnädig ist, mich zu lassen. Dann gehe ich wieder auf die Brücke zurück. Falls ich raufkomme. Okay, hier kann ich mich ausruhen. Ah, Moment, da ist Überhang, oder? Falls ja, habe ich ein kleines Problem. Ich ziehe mich mal um auf das passende Gewand, dass ich klettern kann. Und ich denke, dass das funktioniert. Hoffe ich zumindest. Ja, und ich bin wieder oben. Dann hier hinauf. Werfen. Falsche Richtung. Dann nehme ich diesen Stein wieder. Werfe ihn. Moment, der fällt doch gut, oder? Oder? Ja, Volltreffer. Ein Krog erscheint. Ein Krog ist ein sogenannter Waldgeist. Und, naja, die schenken uns immer diese Krogsamen. Es gibt in diesem Spiel 900 von diesen kleinen Dingern. Und es gehört zu den 100%, die zu finden alle. Alle 900. Kann ein bisschen lange dauern für die, die es wirklich zu 100% durchspielen wollen. Okay, sollen sie. Aber ich persönlich würde das nie tun, vor allem nicht wegen den 900 Krogs. Wie ich sehe, ist mal wieder eine Heilung fällig. Deswegen werde ich das erstmal tun. Mich wieder passend kleiden. Und sage... Bis zum nächsten Mal in Zelda Breath of the Wild.